Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Wir haben jetzt wieder Waldturnierzeit und das heißt, die Banner zum Beschwören, also die Pegasus-Ritter und die Wyvern-Reiter sind jetzt, also die Charaktere davon sind am Start. Wir gehen mal kurz zu den ganzen Notizen. Hier steht es auch nochmal direkt, das Waldturnier. Im Grunde gibt es hier nichts Interessantes. Außer eben, dass nochmal erklärt wird, wie das Ganze funktioniert. Da wir aber schon mal eins hatten, werde ich das einfach mal so größtenteils auslassen und zu dem wichtigsten Part kommen. Da kann ich auf jeden Fall sagen, ich weiß nicht, wann das so ausgesehen haben sollte. Weil Alfie hat so dermaßen krass verloren. Das war nicht mehr feierlich. So, nämlich neben den ganzen Federn, die es natürlich wieder zu gewinnen gibt, für jede Art der Platzierung, gibt es auch wieder insgesamt Meilensteine. 10 Milliarden. Ich glaube, wir haben die beim letzten Mal krass überstiegen eigentlich und selbst Lucina hatte am Ende alleine mit all denen, die auf ihrer Seite gekämpft hatten, das glaube ich zusammen. Oder waren das nur die Millionen? Vielleicht waren es auch nur die Millionen. Jedenfalls haben wir insgesamt die 10 Milliarden sowas von vollgekriegt. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, weil das wird dieses Mal wieder passieren. Und das bedeutet gratis Sphären für alle. Die 5 Orden, die sind eigentlich super mega egal. Und die Universalkristalle mittlerweile auch. Also ich sehe wirklich nicht, wozu die noch irgendwem, also wer die jetzt noch groß brauchen sollte. So, holen wir nochmal ganz fix die Flaggen ab. Dann haben unsere Attacken auch ein bisschen mehr Wumms. Und auf geht's! Hier seht ihr, wuhu, das Wahlturnier. Wir haben die Wahl zwischen Hinoka, Camilla, Cordelia und Cherche. Das Cher-Cher. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Palla, Minerva, Tsubaki und Beruka. Krass, und ich bin so stolz auf mich, obwohl ich gar keine Ahnung von Fire Emblem hatte, weiß ich mittlerweile von jedem Charakter, der in dem Spiel rausgekommen ist, den Namen. Das ist unglaublich, selbst wenn ich die selber noch nicht habe. Ich habe zumindest irgendwo mal die als Gegner gehabt und konnte mal drüber gucken oder wie im Story Mode und ich bin jetzt echt gut aufgestellt mit meinem Wissen. Zumindest was die Charaktere auseinanderhalten geht und ihre Namen wissen. Das teilweise mehr als in einigen Anime, die ich sonst so gucke. Naja, und ich kann schon mal vorweg sagen, Camilla ist so dermaßen am Gewinnen. Also sie hatte, glaube ich, auf jeden Fall schon 1 Million, wenn nicht sogar mehr als 2 oder 3. Auf jeden Fall wird sie oder ist sie die Lucina dieser Runde. Und erst hatte ich gedacht, da ja hier nur die Mädels gewählt, also zu wählen sind und Tsubaki, dass Tsubaki der neue Alfie wird, aber oh mein Gott, er hat in einer Umfrage gar nicht mal so schlecht abgeschnitten. Das heißt, er wird nicht letzter und ich werde, weil ich natürlich ihn wählen werde, keinen großen Verlust die erste Runde machen. Aber es könnte sein, dass es gegen Beruka ein bisschen knapp wird, weil die waren vom Wahlergebnis her am Ende doch ein bisschen nah beieinander. Wie es bei den anderen aussieht, ich habe keine Ahnung, ich habe auch keine genaue Einschätzung, wer wie weit kommt. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass Hinoka, wenn sie in einer anderen Aufstellung gewesen wäre, am Ende gegen Camilla so am, also wenn sie zum Beispiel am Palaststelle gewesen wäre und dass sie dann hier am Ende geendet wäre. Aber ja, jetzt tritt sie gegen Camilla direkt an und da ist natürlich klar, dass sie sofort raus ist. Aber ich habe gehört, ansonsten ist Hinoka echt auch beliebt. Eine derjenigen, die die Waifu-Hunter auch gerne gejagt haben. Ja, aber genug geredet. Wir werden natürlich Tsubaki
unterstützen. Yay! Team Tsubaki! Okay, und was sehen wir, steht denn so bei ihm? Perfekte Experte, Luftritter aus Hoshido, der nach absoluter Perfektion strebt. Einer von Sakuras Getreuen. Er scheint in Fire Emblem Fates. Willst du für diesen Helden kämpfen? Ja, ich will. Und da können wir auch gleich an den Start gehen. Ah, ich bin so froh. Ich habe zwischenzeitlich echt Sorgen gehabt, weil ich wollte auf diesem Account erst spielen, wenn ich auch Zeit habe aufzunehmen. Wie ihr seht, ist es ein bisschen spät geworden. Die erste Runde endet bald. Aber ich habe natürlich auf den anderen Account schon fleißig meine Flaggen eingesetzt und Siege eingefahren. Und zwischenzeitlich waren Beruka doch knapper an Tsubaki dran, als mir lieb war. Aber das hat sich zum Glück jetzt ein bisschen relativiert und ich glaube, es wird nicht so ein Nervenkitzel wie bei Chrome und Ephraim. Gott, wo jede Stunde bei einem Update wirklich der andere Charakter wieder geführt hat. Nicht sowas. Ja, und ich werde auf jeden Fall all meine Flaggen, obwohl angeraten ist, das für den Schlusskampf einzusetzen, schon für Tsubaki wahrscheinlich nächste Runde dann draufhauen. Und jetzt natürlich auch noch ein paar einsetzen, weil, wenn Tsubaki raus ist, dann gehe ich natürlich ganz kackendreist den einfachen Weg und werde natürlich Camilla wählen. Und da sie sowieso sowas von gewinnt, brauche ich da gar nicht aktiv kämpfen. Oh, es kam gar kein Spruch mehr dazu. So, zur Aufstellung, wie die Helden hier wieder zusammenkommen. Chromi ist natürlich... Ich wollte ihn nicht Chromi nennen, ich muss sonst immer an diese Zwergin aus... Ich kenne sie nur aus Heroes of a Storm, aber sie wird wahrscheinlich aus WoW sein. Jedenfalls muss ich da an die denken. Und diese Verbindung möchte ich nicht haben. Okay, Chrom ist natürlich meiner. Einer von den beiden gehört zu meinen Freunden. Also entweder Takumi oder Erika. Und einer von denen ist dann auch irgendwie so ein Charakter, der mir random zugetragen wurde. Ja. Also, die Teams bestehen immer aus einem Freund, einem Fremden und euch selbst. Okay. What? Kannst du das regulär? Gucken wir uns mal an, was der so drauf hat. Du kannst Verteidigung gefährden. Heilung kannst du. Ja gut. Von wem auch immer du das hast. Vielleicht von einem Dings geerbt oder hast du es tatsächlich selbst? Weil sonst würde sich nochmal empfehlen, Raven vielleicht als Vererbungsmaterial anzu... Ich sehe gerade, du bist auch noch 40 plus. Du bist ja ein richtig mieser. 40 plus. Was das bedeutet, irgendjemand hat in diesen Raven noch einen Raven gehauen. Zum Glück glitzert er nicht, sonst wäre er 5 Sterne gewesen. Aber ja, 2 Ravens, um seine Werte nochmal zusätzlich zu erhöhen. Wenn, also beziehungsweise ein in ihm drin, also stehen wir gerade so 2 quasi gegenüber. Wenn 2 drin, würde da glaube ich auch 2 plus stehen. Ich glaube ja. Okay, ist Marth auch so gefährlich? Nein, Marth ist das Nesthäkchen und er hat auch keine miesen Sachen vererbt. Also es geht eigentlich bei beiden relativ, obwohl, naja, Sonne... Obwohl, ist ja nur 50. Ja, dann ist er eigentlich auch okay. Und Gordy oder Gordin. Ja, also auf jeden Fall habe ich jetzt nicht mega Schiss vor den allen. Aber Takumi platziere ich trotzdem ein bisschen vorsichtiger. Erika, du bist nur auf Level 39. Das finde ich nicht cool. Ich hoffe, Chrom blockiert Takumi nicht, wenn er jetzt hier steht. Alter! Spring has sprung.
Ja gut, ich schätze mal, wir lassen euch zu mir kommen. Weil dieser Gordin, der ist nicht... Yes. Auf diesen Gordin habe ich einfach mal gar keinen Bock. What a season. So. Können leider nicht noch einen Konter raushauen. Mars geht auch nicht auf jeden Fall down. Ich glaube, das wird gerade wieder eine ganz schlechte Opfernummer. Ah, das sieht nicht gut aus. Gott, Takumi, du hast nicht genügend... Oh nein. Oh well, das geht ja schon gut los. Oh, hab ich ein Glück. Oh. Ich war gerade schon auf meine besten Abschiedsworte zusammensammeln. Was? Warum? Hast du etwa Vorteil? Ist das ein dreckiger Bild? Ja gut, dann gehe ich doch zurück zu meinen Abschiedsworten, weil da er Vorteil hat, darf er auf jeden Fall zuerst angreifen. Das ist ärgerlich. Ich dachte, ich hätte ihn jetzt in der Tasche, aber nee. Ja, Takumi, da hilft dir deine Vergeltung auch nicht. Ja, Tsubaki, wir sind dir leider keine Hilfe. Oh Mann, ich werde mir wieder einiges anhören dürfen. Aber so ist das manchmal, wenn man doof spielt, und das kann ich besonders gut. Ja, ich würde sagen, damit hat sich dann der Waldturnier-Part auf jeden Fall schon mal erledigt. Den nächsten werde ich aufnehmen, da sind wir dann in Runde 2. Ich hoffe, da läuft es einfach mal ein bisschen besser. Ich sammle zurzeit auch noch ein paar Sphären. Ich glaube, ich werde eventuell doch noch versuchen, Tsubaki zu beschwören. Die Chancen sind nämlich relativ gut. Ich glaube, in dem Video von dem einen, der das immer ausrechnet, bei dem ich mich gerne informiere zusätzlich, da waren... Ich gucke ja noch mal kurz drauf. Okay, hier ist alles wie sonst auch. Aber jedenfalls die Chance auf einen Helden, also hier sind ja wirklich 3 blaue, ein roter und ich glaube insgesamt war die Chance hochgerechnet auch bis auf so über 10%, dass wenn wir einen blauen Sphäre wählen, wir einen aus dem Fokus bekommen. Cordelia wäre ich natürlich richtig traurig, Hinoka könnte ich mitnehmen, Tsubaki wäre natürlich richtig cool. Aber ja, mal gucken. Darum kümmern wir uns dann im nächsten Part, eventuell, wenn es vielleicht ein bisschen besser läuft. Ich kann also jetzt noch kurz zeigen, ich habe ein bisschen Arena gespielt. Wir haben ein paar Punkte einsacken können, weil wir 2 Charaktere haben. Aber mal schauen, vielleicht kommt da nochmal ein Run, in dem ich mich hoffentlich nicht schlecht anstelle. Und wenn ich doch zu blöd spiele, dann lade ich den einfach nicht hoch. So einfach ist das. Okay, gut, ich verabschiede mich dann und entschuldige mich für den Fail und hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Liebe Grüße, eure Kyoko.